Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Eigentlich bin ich ein bisschen sprachlos im Moment. Und dennoch möchte ich was mit dir teilen hier. Ich habe diesem Live hier die Überschrift gegeben: Geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht. Und dann antwortet der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben, dann wird er auf dich hören. Ich habe am Wochenende, ich glaube, das war am Sonntag, Ostersonntag, genau, nur ein bisschen zeitlos, hier so einen Impuls mit dir geteilt oder dir die Anleitung gegeben, dass du dich mal hinhockst und ins Brainstorming mit dir gehst, um herauszufinden, was dich genau ausmacht, was dein Herzensding ist. Und weißt du, im Grunde genommen brauchst du noch nicht mal das zu machen, sondern du brauchst eigentlich nur auf deinen Körper zu lauschen. Dein Körper schickt dir alle Botschaften. Deine Seele kommuniziert über die leise Sprache der Gefühle mit dir und schickt dir Botschaften. Wir haben es nur nie gelernt, diese Botschaften wahrzunehmen. Das hat uns niemand beigebracht, dass die Seele über Gefühle mit uns kommuniziert. Und wenn die Seele uns ein Gefühl schickt, dass es dann eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als sich zurückzuziehen, auf die leise Botschaft der Seele zu lauschen, das dahinterliegende Thema zu erkennen und dann deinem Herzen zu folgen. Das hat man uns nicht beigebracht. Und wenn die Seele dann irgendwann nicht mehr weiter weiß, weil wir sie nicht wahrnehmen, weil wir die leise Sprache der Seele, des Herzens nicht wahrnehmen, weil wir ihm nicht folgen. Und dann überlegt die Seele sich weiteres, wie sie dich wachrütteln kann oder wachrütteln möchte. Hey, du bist doch mal mit einem Seelenplan hier in diesem jetzigen Leben, in deinem Körper, auf diese wunderschöne Mutter Erde gekommen und wolltest doch mal dich selbst verwirklichen, im Sinne von ich wirke, du wolltest doch mal deinen Seelenplan hier verwirklichen. Und dann nimmst du den Körper zu Hilfe. Und dann sind wir wieder bei diesem Sprichwort, geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Und der Körper sagt, okay, ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben. Aber selbst dann, und deshalb bin ich gerade eigentlich so ein bisschen sprachlos, weil ich gerade mit einer Frau gesprochen habe, die sich seit 30 Jahren quält mit Botschaften, die die Seele ihr schickt, auf unterschiedlichste Art und Weise, in Form von Schmerzen, in Form von Knieproblemen, auch in Form von vielen unterschiedlichen Themen, Kopfschmerzen, Migräne, die sehr, sehr heftig sind, wo die Seele nichts anderes will, als dass es sagt, hey, jetzt hör doch endlich auf, dich auf deinem Holzweg, auf diesem Holzweg weiter zu wandeln und hör doch endlich mal auf mich und mach doch dein Ding. Und dann haben wir Menschen immer noch die Gabe, uns irgendwie etwas schön zu reden und uns zu arrangieren. Und immer noch weiterzuleiten. Weiterzuleiten. Wenn du das machst, was deinem Herzen entspricht, dir selbst, deinem Seelenplan, dann hat deine Seele gar keinen Grund, dir über den Körper Disharmonien zu schicken. In Form von Rückenschmerzen, in Form von Kopfschmerzen, in Form von Magenschmerzen oder in Form von ständiger Erkältung, Schnupfen oder Burnout oder Depression oder keine Ahnung was.
Ich weiß ja, wovon ich rede. Meine Seele hat ja auch jahrelang mir Botschaften geschickt und ich habe es missachtet. Ich hatte früher ständig Probleme mit Kopfschmerzen auch, migräneartige Kopfschmerzen. Ich hatte ständig Rückenprobleme, Schulter-Nackenprobleme. Ganz oft hat die Hexe mich geschossen. Hexenschuss, ja, so nennt man das. Ich hatte Magenschmerzen, regelmäßig Magenschleimhautentzündung. Ich hatte regelmäßig die Nase voll im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte Probleme mit Neurodermitis. Ich weiß gar nicht, ich könnte dir jetzt hier, glaube ich, eine Stunde erzählen, was meine Seele mir an Botschaften geschickt hat. Und seit ich das mache, was meinem Herzen entspricht, hat die Seele keinen Grund mehr, Botschaften zu schicken. Und da bin ich keine Ausnahme. Wenn du das machst, was deinem Herzen entspricht, was deiner Seele entspricht, warum soll die Seele dir denn dann über den Körper Krankheitssymptome schicken? Weil wir haben dann immer so Ängste, ja, was ist, wenn ich krank werde? Krank zu sein ist nichts anderes, als dass irgendwo im Körper Energien fehlen, weil die Seele sich nicht verwirklicht sieht, weil der Körper, sprich du, mit deinem Kopf Dinge machst, die nicht deiner Seele entsprechen. Und dann schickt die Seele dir Botschaften mit über den Körper in Form von Disharmonien, weil da irgendwo ein Energiemangel ist. Dann können Krankheitssymptome, Disharmonien entstehen. Und da bin ich einfach immer wieder erstaunt, wie viele, und ich gehörte ja auch einfach mal dazu, wie viele Menschen, vielleicht auch du, sich damit dann einfach arrangieren und sich noch so vieles schönreden, auch so nach dem Motto, wie ich das früher auch gemacht habe, da draußen gibt es ja noch viele, viele Menschen, denen geht es noch viel schlechter als dir. Da draußen gibt es so viele Menschen, die wären stolz drauf, wenn sie so eine Stelle wie du hätten, weil ich ja aus dem öffentlichen Dienst komme und nach 30 Jahren da auch, ja, mich ganz viele Jahre eben auch mir das alles schön geredet habe. Und dabei kann es so einfach sein, seinem Herzen zu lauschen, sein Herzensding zu machen. Lausch mal in deinen Körper hinein, welche Botschaften er dir vielleicht auch schon ständig schickt. Und erkenn doch bitte mal diese Botschaften und lausch auf dein Herz, lausch auf deine Seele und beginn doch bitte mal, dich auf deinen Herzensweg zu begeben, deinen Seelenplan ans Tageslicht zu bringen, damit die Seele dir nicht weiter Botschaften schicken muss. Ein wunderbar, großartig, geniales Leben wartet auf dich. Und wenn du dein Herzensding machst und aufhörst, dir auch Dinge schön zu reden und dich mit irgendetwas zu arrangieren, was mir immer eine Riesenfreude macht. Ich habe jetzt auch auf Bali ein Projekt kennengelernt, wo Kinder vor Ort unterstützt werden, die nicht nur dazu angeleitet werden, auch ein bisschen ein anderes Bewusstsein zur Umwelt zu bekommen und die da gefördert und unterstützt werden, weil da ja auch einfach eine andere Infrastruktur herrscht wie als bei uns hier und da nicht so einfach mal eine Hochschulbildung oder so kreiert werden kann. Und das macht mir so eine Freude, das hat mir heute so eine Freude gemacht, da einen Betrag hin zu überweisen und weiterhin da Beträge hin zu überweisen, um da solche Projekte zu unterstützen. Und ich suche mir ja jeden Monat andere Projekte aus, aber dieses Projekt hier auf Bali, das wird wohl ein Dauerprojekt auch für mich werden und noch weitere Projekte, die ich ja sowieso unterstütze. Und das macht so eine Freude, wenn man auf dem Weg seinen Seelenplan lebt und dann auch weiter andere soziale Projekte unterstützen kann. Und allein schon deshalb ist es ja, fast schon ein Muss, dass man auch nicht nur seinen Seelenplan entdeckt, sondern auch sein Geldthema heilt und
entsprechend Geldenergie in sein Leben zieht, um es weiterfließen zu lassen, um solche soziale Projekte einfach zu unterstützen, was auch immer an sozialen Projekten einem am Herzen liegt. Und dein Herz und deine Seele, die freuen sich, wenn du endlich, endlich wirklich dein Ding machst, beginnst dich auf deinen Weg zu begeben. Das wollte ich jetzt einfach mal noch mit dir teilen hier, weil ich, ja, es berührt mich gerade so, wie wir Menschen wie Marionetten durchs Leben laufen, das Leben zieht an uns vorbei. Und das ist doch letzten Endes das Wertvollste, was du hast, dein Leben. Unsere Seele, die mag viele Leben schon gehabt haben und auch viele weitere Leben haben. Auf unterschiedlichste Art und Weise, weil es ist ja alles eine große Energie. Aber deine Seele lebt zum jetzigen Zeitpunkt im jetzigen Körper nur dieses eine Mal. Und das ist das Wertvollste, was du gerade hast. Und wie gehst du, wie gehen viele einfach damit um? Wie gehst du damit um, als hättest du noch viele weitere Leben und Möglichkeiten? Dein Leben, das du geschenkt bekommen hast, jetzt in deinem Körper, ist das Wertvollste, was du geschenkt bekommen hast. Und achte das doch bitte mal dahingehend, dass es darum geht, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und hör auf, dich so zu verhalten, als hättest du noch ganz viele Leben und als könntest du Lebenszeit zurückdrehen. Das geht nicht. Das Leben zieht an dir vorbei und was vorbei ist, ist vorbei. Du kannst keine Lebenszeit zurückdrehen. Beginne bitte doch jetzt, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und auf dein Herz zu lauschen. Damit deine Seele mal ganz viel Freude hat, mit dir in deinem Körper sich aufzuhalten. Dein Körper ist der Tempel, in dem deine Seele wohnt. Ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen jetzt berühren und auch wachrütteln. Okay, alles Liebe. Tschüss.